Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rush Power. Nee, von Coinflip. Und ja, die letzte Folge lief mega scheiße. Wir haben viermal in a row quasi verloren. Und müssen das jetzt irgendwie, diese Scharte wieder auswetzen. Spielen hier direkt wieder gegen den Hunter, was richtig scheiße für uns ist. Der eine oder andere wird es noch wissen. Wir haben gegen Hunter schon mehr als einmal verloren mit dem Deck. Und ja, so, was schmeißen wir denn da weg? Schmeißen wir alles weg. Wir haben zwar den Coin, das heißt, ich könnte in erster Runde den hier rufen. Das ist schön, das ist schön, das ist scheiße. Ich habe einen Turn 1, ich habe einen Turn 2, ich hätte sogar in Runde 3 dann halt noch eine Zweierkarte spielen. Bitte spielen nix, du blöder Hunter. Oh, nein, er spielt was. Scheiße. Tja, bleibt mir nichts übrig, als den Panther zu spielen, glaube ich. Wenn der gebufft wird, bringt er den um. Ist egal. Wenn er nicht gebufft wird, kann ich ihn auch mit dem Panther wegklopfen. Der Hunter spielt sehr oft in der zweiten Runde, bloß das hier, aber wenn er halt gleich noch einen Loot Hoarder auf der Hand hat oder so, dann wäre es halt scheiße. Ja, da ist er schon und der Undertaker wird gebufft. So, und wir können uns jetzt überlegen, wie wir das spielen. Ach, ist eigentlich ganz klar, wir können auf jeden Fall den hier rausnehmen und spielen unseren Krabbler, weil der Krabbler einfach sehr zäh ist und sehr lange auf dem Feld bleibt und das besonders auch gegen so einen blöden Loot Hoarder. Da wird er ja nochmal ein bisschen stärker, indem er sich in zwei kleine teilt. So, was haben wir denn da? Boah, der hat ja aber wirklich die perfekte Hand. Und dann auch noch Hunter. Scheiße, Mann, das gibt's doch gar nicht. Wir clearen hier auf jeden Fall, clearen dann auch nochmal einen von den Kollegen weg. Ich hätte auch meinen Loot Hoarder spielen können, möchte ich aber nicht so gerne. Ich möchte lieber ein bisschen clearen, weil einfach dieser Loot Hoarder Rhythm dann sonst uns noch ganz schön um die Ohren fliegt. Und wer weiß, vielleicht leben die zwei ja auch nicht mehr in der nächsten Runde. Ich werde sie ja, kommt schon das Geheimnis. Ich werde sie ihnen alle zeigen. So, ich versuche jetzt den Kollegen hier wegzumachen mit meinem Hüter. Den hier wegzumachen mit einem kleinen vorher vielleicht und danach noch mit dem hier die Falle triggern. Damit er... Das Blöde ist bloß, wenn es eine Schlangenfalle wird. Dann haben wir ein Problem. Sonst ist es kein Problem. Wie ich das spielen will. Nein, ich bin... Oh, bin ich dumm. Wenn das eine Explosive Trap gewesen wäre, hätte ich jetzt richtig gekotzt. Ich wollte nur die Falle auslösen, bevor er den Bogen rausholen kann. Das wird er wahrscheinlich diese Runde tun. Nein, tut er nicht. Sehr gut, das heißt, er hat noch keinen Bogen. Das heißt, wir könnten ihm jetzt theoretisch ein bisschen ins Gesicht rushen. Mit dem Druid, aber ich glaube, ich lasse das mal noch und spiele lieber die zwei kleinen. Die zwei kleinen Minions. Ja. Kann ich mal da würfeln? Und die spiele ich so, weil er wahrscheinlich mit dem Lua-Tipp den hier rausnimmt und dann kann ich meinen Wolf reinlegen. Was ganz angenehm wäre. Und ich könnte meinen Wolf reinlegen und ich könnte auch noch dazu den Schrankenhieb benutzen. Was auch eine ganz schöne Geschichte ist. Mitunter. Okay, er nimmt den nicht vom Feld. Das heißt, er hat wahrscheinlich letalen Schaden im nächsten Zug. Den letalen Schaden. Den letalen Dachschaden hat er vielleicht im nächsten Zug. So, wen swipe ich denn jetzt am besten? Das ist eine schwierige Frage. Tja. Ich kann den ganzen Schaden auf 4 Schaden reduzieren, indem ich alle plus 1 buffe und dann noch den Swiperino nachziehe. Ja, ein bisschen was wasted hier an Damage. Das ist auch nicht schön, das mag ich nicht so gern. Was tun? Zeit wartet auf niemanden.
Spür den Zorn der Natur. So. Boah, der trifft, das gibt's doch gar nicht. Was hab ich denn hier wieder für ein Pech? Das ist doch unwahrscheinlich, ist das doch. Das ist echt heftig. Also sorry, aber das ist schon Pech. Das ist schon mega viel Pech. So, ich könnte jetzt hier drei Dreier draus machen, vier Vierer sogar. Mir selber zwei Schaden geben. Ich könnte da aber auch drei Dreier draus machen und Swipe spielen. Bringt bloß nichts. Das ist aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Aber ich verliere eh. Er hat bestimmt die richtigen Karten auf der Hand, um mich vollends aus dem Spiel zu nehmen. Soll ich zuschlagen? Ich muss ihn leider schon wieder so spielen, anders wird's wohl nicht gehen. Jetzt sind wir gespannt, ob er seinen Huntersmark zücken kann und ihn clearen oder ob er mich einfach mit zweimal Fass weghaut. Man darf gespannt sein, wie es macht. Einmal Fass. Okay. Und fast. Das war ein bisschen blöd. Das hätte ich andersrum lieber gesehen. Also muss ich wirklich sagen. Bisschen blöd. Ja, bisschen. Ein bisschen. Nur ein kleines bisschen blöd. Ja, ich könnte jetzt hier die volle Karamba-Bonage rausspielen. Ich hätte 10 Mana. Das ist natürlich ein bisschen wasted. Wie viel Schaden mache ich denn? Ich mache 14. Plus 5 sind 19, plus 2 reicht nicht. 15, 19, plus, er hat bestimmt ihr wisst schon, er hat auf jeden Fall Lethal auf der Hand. Was bleibt mir viel übrig, außer es auszuprobieren? Ich frage mich, ob... Bin ich, wenn er, ich lass mich gerade mal überlegen, wenn er, das ist egal eigentlich, er hat Hero Ability und dann kann er es auch für drei Schaden nur spielen, sein Fass. Ich wartet auf niemand. Und ich bin tot in der nächsten Runde, wenn ich jetzt den schlage, habe ich 5 HP, reicht. Für die Wildnis. Ich darf den eher nicht schlagen. Tot. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich bin noch nicht tot. Ich spiele jetzt meinen Krabbler für 3 und knock ihn damit einfach aus. Bis damit. Okay, das war's jetzt. Ja, das war's. Leider hat er es gesehen. Na, war aber auch ganz schwer zu erkennen, ne? Aber es gibt manchmal Spieler, die es nicht sehen und dann den 1-1er wegklopfen. Daher sind wir jetzt wirklich wieder Rang 13. Es ist wirklich unwahrscheinlich, was wir hier für eine Loser-Serie gerade starten. Naja, starten ist übertrieben. Aber ich spiele ja vor allem aus Jux und Tollerei. Und daher ist das auch nicht ganz so schlimm. Ich möchte vor allem ein bisschen labern mit euch und
Ja, ne? Ein bisschen spielen ist auch nicht schlecht, ne? So ein bisschen, ne? Und ja, wie gesagt, ich habe dringend vor. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe das schon mal gesagt. Oh, das ist eigentlich ganz nettes Matchup. Ich werde ehrenhaft. Das ist nicht so schlecht. Ich muss die Wildnis schützen. Ich habe eigentlich vor, auch zu streamen. Hearthstone zu streamen. Damit jeder meine Skills bewundern kann. Ihr werdet das sicher verstehen. Und, ja, zu streamen. Und das kann ich eben erst, wenn die bessere Verbindung hier im Haus liegt. Und gerade im Moment haben wir ja echt kackiges, ja, Steinzeit-DSL, hätte ich gesagt. Und, wir haben noch kein Kabel hier im Haus. Hier gibt es nur Satellit, eigentlich, zum Fernsehempfang. Und, wir werden jetzt Kabel kriegen. Kann ich dir gerade mal erzählen. Wir werden jetzt Kabel kriegen. Und, sorry. Und, ja, wenn wir das Kabel haben, dann haben wir halt wirklich schnelles Netz. Wir haben halt über Kabel, BW, Kabel Deutschland dann halt. Weiß man auch nicht, ist auch nicht so schnell, wie es eigentlich immer sein sollte. Aber ich habe viel schneller an Upload, viel schneller an Download. Und das ist natürlich schon mal so die zwei grundlegenden Dinge, die man dazu braucht, ne? Das ist schon mal so. Los, triff ihn. Scheiße. Triff ihn. Scheiße. Hey, Feind! Es wird mich noch. Ich werde es bereuen, wenn ich den jetzt nicht weghau, aber ich hau ihn nicht. Oh, sorry, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, habe ich das Gefühl. Segen der Könige, komm schon. Gib's mir hart und schmutzig! Ich stehe da drauf. Hey, voll. Okay. War okay, dass ich ihm ins Gesicht gehauen habe. Okay, was haben wir denn da? Das ist ja was Schönes. Spiele ich denn hier Savage Roar? Was meint ihr, Leute? Sollte ich hier Savage Roar spielen? Ich glaube fast, ich sollte. Und dann den Kleinen da reinrennen lassen. Den hier da rein und dann den hier da rein. Und mich selber auch irgendwo rein. Ja. Ah, komm schon, triff ihn! Das gibt's doch nicht! Nein! Muss ich ihn halt wegmachen mit meinem einen Overdamage. Und es wird eine Weihe folgen. Ich spüre es genau in meinem linken Zeh. Da kommt sie schon. Aber das Schöne an der Weihe ist in Turn 4, er braucht auch wirklich jedes Zipfelchen Mana, das er hat, für die Weihe. Und das ist natürlich ganz angenehm, weil dann kann er sonst nicht so viel. Also er kann sonst sowieso nicht so viel, so ein Paladin, haben wir ja gesehen. Obwohl, es ging ja nicht ganz gut. Unser Pala, können wir auch mal wieder spielen, den Control-Pala. Und ihr habt ja gemerkt, ich spiele hier mit einem Agro-Deck wieder mal. Ne, wieder mal. Ich spiele gerne mit einem Agro-Deck, wisst ihr ja. Und, das heißt natürlich für euch auch, ist ja ganz klar, dass ich wieder 4 Spiele mache, diese Folge. Und das ist ja das, lass mich kurz überlegen, das zweite. Das heißt, es kommen noch 2 Spiele nach diesem hier. Wenn ihr sehen wollt, wie das Deck aufgebaut ist, mit dem ich hier spiele, das ist das bei Hearthporn. Dafür habe ich den behalten. Sehr gut, Schulterklopf. Findet ihr das Deck? Boah, das ist auch eine ganz nette Sache. Ich muss das Land bewachen. Findet ihr das Deck als Ebola-Deck? Das ist so ein Druiden-Aggro-Deck. Ja, hat gute Matchups, hat schlechte Matchups. Schlechtes Matchup ist oft ein anderes Rush-Deck. Außer Zu. Zu ist okay. Bei allen anderen Decks muss man so ein bisschen aufpassen. Boah, geil. Boah, starker Draw. Prank an Eep. I will prank an Eep your face. Spürt den Zorn der Natur. Ich hätte natürlich eigentlich den Leppernom legen sollen. Das war scheiße dumm, was ich da gemacht habe. Totengräber Leppernom wäre deutlich intelligenter gewesen. Muss man mal einfach so sagen. Ja, wäre deutlich intelligenter gewesen, hätte ich nämlich jetzt gewonnen. Aber was soll der Geiz? Ne? Wir spielen ja nicht für ein Greater Good oder irgendwas ähnliches. Wir spielen hier aus Jux und Tollerei. Ich habe immer Vertrauen in das Licht, lieber Tyrion. Oh nein, jetzt kommt Savage Roar.
verlinkt euren Tod. Für die Wildnis. Mach es. Mach es! Mach es! Geil. Ich habe hier noch eine gute Chance zu gewinnen. Force of Nature, Stapel, Force of Nature. Das ist doch nicht Force of Nature, Leute. Ja, das ist doch nicht Force of Nature. Unglaublich, ziehe ich hier kein Force of Nature. Voll das gemeine Spiel, Alter, voll gemein. Bams. So, zweites Spiel, erster Sieg. Das ist doch mal, ja, ich weiß nicht, wie viel das ist. So gut ist es eigentlich gar nicht, aber ist halt so, ne? Ich habe schon wieder mega viel Geld und ich kann es ja nochmal wiederholen, ne? Was ich machen möchte. Ich habe ja eine Folge zu wenig gemacht diesen Monat, weil ich ja den ersten 11. konnte ich keine Folge machen, weil ich ja hier wieder, da sind wir beim alten Thema, unsere Internetverbindung ist mega scheiße im Haus. Und deswegen konnte ich nicht am gleichen Tag aufnehmen und uploaden. Ja, das wäre dann irgendwie morgens um 3 oder so war das abgeloadet. Das hätte dann wenig Sinn gehabt. Und deswegen mache ich es einfach so, dass ich die letzte Folge quasi im nächsten Monat mache. Und da mache ich dann natürlich, werdet ihr jetzt denken, das ist ja ziemlich sinnlos, dass ja alles resettet. Habt da recht. Aber im nächsten Monat kommt ja das Addon. Goblin vs. Gnomes. Ich werfe wieder die Kombi weg. Wie oft ich die Kombi am Anfang habe und wegwerfe, das gibt's überhaupt nicht. Goblins vs. Gnome, das ist schick. Und da werde ich dann mein ganzes Geld, was ich jetzt diesen Monat angehäuft habe, also das sind jetzt momentan 1100, ich denke mal, es wird noch auf 1000 Hallo. Uhr 800, 500 irgendwie so hoch. Oh, ein freundlicher Magier. Grüße. Hochgehen und dann werde ich das ganze Geld raushauen für. Für Karten. Ich bin gespannt, ob man die dann extra kaufen kann oder ob man die für den gleichen Preis kaufen kann oder so. Weiß ich alles noch nicht. Weiß ja irgendwie noch niemand. Ich habe schon viel danach gegoogelt, aber wenig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, bin ich einfach gespannt und muss mal schauen, wie das Ganze läuft. Das war jetzt natürlich traurig, dass er den da einfach clearen konnte, aber ne, so ist es halt. Magier haben immer am Anfang einen Frostbolt auf der Hand und ja, und dann können wir da zusammen die Decks öffnen und das mache ich einfach so als die erste Folge quasi, und die Abschlussfolge gleichzeitig auch von der Reihe und ja, ich fand das ganz eine lustige Idee irgendwie. Ich bin ein Morgenmuschel, Muschelbuffel. Ja, und so könnt ihr dann die neuen Karten, die ich da rausziehe, noch angucken. Und ich freue mich einfach nur drüber und ja, so machen wir das, hätte ich gedacht. Hielt ich irgendwie für eine ganz lustige Idee. Weiß nicht, wenn es euch auch gefällt, dann könnt ihr das ja mal schreiben. Wenn es euch nicht gefällt, dann dürft ihr das auch schreiben, aber es ist mir dann auch egal irgendwie. So, wie spiele ich das denn am besten? Das Frostelementar ist nicht schön. Ich könnte das natürlich clearen. Ich glaube, ich clear das auch. Ja, lass die Dunkelheit herein. Komm schon, hau den Wichtel weg mit einem Ping und mach Endturn. Komm schon. Schari. Schari, die alte Schare. Ich möchte wieder wenigstens Level 12 werden, diese Folge. Das wäre ja dramatisch, wenn das nicht funktionieren würde. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, was sollst du nur tun? Endtüren sollst du drücken, und zwar schnell. Verfüttere euch als Meister! Vollgehen hat Hunger! Oder so ähnlich. Wo soll ich zuschlagen? Gehen wir ihm einfach ins Gesicht. Lass die Dunkelheit herein! Ich lass die Dunkelheit herein, keine Angst. Es wird wahrscheinlich ein Blizzard folgen auf diese Dunkelheit. Oder möglicherweise, sagt man so. Wahrscheinlich ist es nicht, aber möglicherweise wird etwas Frostiges über uns hereinbrechen.
trotzdem sein. Verfüttere euch ein Meister. Ja, mach das. Ist auch egal. Ja, ist okay. Er fireballt ihn. Boah. So, alle bei einer Angst. Der Bock ist voll. So, dann müssen wir mal schauen, wie man das machen. Mach ich mir lieber 4 ins Gesicht. Oder mache ich lieber Savage Raw? Ich könnte ihm dann mit 3, 6, 9 Schaden machen. Wenn ich ganz süß. Süß! Ich glaube, das mache ich auch. Lass die Dunkelheit erscheinen. Die Frage, hat er einen Eisblock oder eine Heilung? Ich hoffe, er hat weder noch. Aber er wird wahrscheinlich eins von beidem haben. Heilung ist schon eher selten, glaube ich, im Magier-Deck. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Heilung ist eher selten. Rüstung könnte er haben. Rüstung könnte er haben. Das stimmt wohl. Eine Rüstung ist nicht so selten. Aber ich glaube, das war nicht gut, als er den, dass er den Feuer hingelegt hat. Das war ein bisschen... Es gibt ja echt viele Leute, die den spielen. Also die zwei natürlich. Aber ich weiß nicht so recht, ich finde diesen zu langsam. Das muss schon ein ganz langsames Control-Deck sein. Wenn die da irgendwie reinpassen sollen. Ich würde sie ihnen zeigen. Kein Tank. Ich würde sie ihnen alle zeigen. Okay, ich würde sagen, das ist schon wieder ein klarer Win für uns. Unsere überlegene Lebensform, den Druiden. Gut gespielt. Gut. Bis auf den Folgen, aber gut, vielleicht, ich kenne kenn die Karten nicht sehen. Also ich weiß nicht. So, das war das vierte Spiel und im vierten Spiel. Leute, ihr werdet es kaum glauben. Ich glaube, da können wir schon wieder eine Siegessträhne aufbauen. Und zumindest wieder dahin zurückkommen, wo wir letzte Folge angefangen haben. Oder noch nicht ganz, aber fast. Ich habe auch noch eine Frage noch an euch, liebe Zuschauer. Wenn ihr denn zuschaut, sonst hört das ja gar nicht. Oh. Gegen Matt! Der Matt! Matt Druid. Sehr gut. Weitere Karte ist schon mal sehr gut. Und Turn 1, Turn 2, Turn 3 ist eigentlich nicht schlecht. Behalte ich mal. Wie seht ihr das denn? Oder wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr die Karten bisher, wenn ihr Hearthstone spielt? Ich denke, wir jetzt nur schauen, dieses Let's Play-Reihe hier. Diese Let's Play-Reihe. Oh, ein goldener Druide. Wenn ihr Hearthstone regelmäßig spielt, ich glaube, er spielt das gleiche Deck wie wir. Nein. Vielleicht auch. Gebt ihr denn Geld aus für Hearthstone? Oder wie macht ihr das? Habt ihr schon Geld ausgegeben? Oder. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Holt ihr nur Karten aus den Packs? Weil ich hole fast nur Karten aus den Packs. Ich habe einmal Geld ausgegeben. Und auch nicht viel. Und seitdem hole ich eben nur Karten aus den Packs. Aber man kommt schon mega langsam voran, finde ich einfach nur. Man kann natürlich immer. Oh, ganz langsamer Druide. Was? Er nutzt nicht seine Hero Ability, sondern macht lieber das? Okay. So riskant, finde ich. Aber gut. Hier soll es recht sein. Jetzt kann er seine Hero Ability nicht mehr nutzen, um die zu clearen. Das ist schon mal ganz schön. Ja, und wie macht ihr das denn genau? Oder was habt ihr denn so durchschnittlich investiert? Keine Ahnung. Das wären Sachen, die würden mich echt interessieren. Wie das andere Leute denn gemacht haben. Weil natürlich so die Profispieler, die kaufen sich einfach die Karten und gut ist. Das weiß man ja. Aber, ja. So der durchschnittliche Spieler, ich weiß nicht, ob ihr alle schon zur arbeitenden Bevölkerung gehört oder ob ihr vielleicht sogar noch Schüler seid, Studenten wie ich. Da hat man nicht so viel Geld, dass man da immer gleich hier mal Stullen locker Karten raushauen kann. Ist das so? Okay, er hat ein bisschen Angst vor Savage Raw und das, muss ich sagen, zu Recht. Ich habe es natürlich nicht auf der Hand, aber prinzipiell hat er mal zu Recht Angst vor Savage Raw. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Eure Tod! Mich lang und fest! Lass die Dunkelheit herein! Lass die Dunkelheit herein! Sehr gut. Treffer versenkt. 10 HP hat er noch. Heilung spielt eigentlich niemand. Das kann höchstens sein, dass er eben einen Ancient of Law am Start hat. Und wenn er jetzt keinen Swipe hat, dann wird es schon ganz eng. Komm schon, gib einfach auf, goldener Druide. Gib einfach auf. Gib einfach auf. Habt ihr schon goldene Decks? Goldene Decks. Habt ihr, ja genau, habt ihr goldene Decks? Nee, aber habt ihr schon goldene Porträts?
Ich finde, das dauert einfach so lange. Okay, er hat einen zweiten Pial, der hat gerade Draht gezogen. Oh, das ist auch ein bisschen Pech ist auch dabei. Ne? Das muss man auch mal sagen. Aber es geht noch. Allgemein ist jetzt nicht so viel Pech hier bei dem Match dabei. Mit dem wird er wahrscheinlich den Lepper. Ja, klar. Krieg 2, ich kann ihm auch nochmal ein bisschen was reindrücken, ne? Wo soll ich zuschlagen? Lass die Dunkelheit herein. Ich hätte jetzt natürlich auch mit der kleinen Ollen da den Loatep clearen können, aber das möchte ich nicht. Der Loatep kann jetzt natürlich den 4-4er clearen. Aber ja, und ich habe doch noch was Schönes am Start extra dafür. Perfekt. Ich muss das Land bewachen. Wildnis. Sehr gut, wir haben es geschafft und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und jetzt gucken wir uns noch ganz schnell an. Wir sind ja ganz knapp vor Rang 11. Ein Sieg bringt uns auf Rang 11. Geil. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Hearthstone, Heroes of Warcraft.